Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Hardware-Video von der Emmet Smart Cam C975. Das ist sie. Ich habe sie schon angeschlossen, ich habe auch schon die Software installiert. Die bekommt ihr von dieser Webseite, die werde ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung verlinken. Da dann könnt ihr dann halt die Server aussuchen, von wo ihr das laden möchtet. Hier ist die Emmet Software. Die habe ich auch schon auf. Die ist jetzt hier. Ich habe auch schon versucht, so ein bisschen einzustellen. Standard wiederherstellen, bestätigen. So, das wäre jetzt der Standard. Ja, man hat hier die Möglichkeit, ein bisschen was einzustellen. Was mir fehlt, ist die Einstellung, ob 1080p, 720p oder was weiß ich. Wir können hier updaten und Pop-up-Nachrichten und sowas alle zulassen. Wir können auch hier mal die Mitteilungszentrale, wenn wir Mitteilungen kriegen sollten. Hier können wir Probleme melden, häufige Probleme. Kamera. Hier kommen wir dann auch gleich noch zu den anderen Produkten halt. Können wir ja hier, oh Moment kurz, so, ich musste kurz niesen, tut mir leid, wir können jetzt hier bei Kamera raufgehen und dann nehmen wir die, ich habe das, die 65, das ist die hier unten, und da haben wir dann hier auch Software, die können wir jetzt hier direkt runterladen, diverse Settings. Ja, leider nicht in Deutsch, alles nur in Englisch. Nochmal darauf. Und Mikrofon und Speaker Settings haben wir hier auch noch. Hier haben wir dann praktisch für Skype, für Zoom halt so die Einstellungen. Wir nehmen einfach Skype. Mein PDF-Programm ist nicht so schnell. Da ist auch noch nichts. Ja, das habe ich schon mal gehabt mit meinem PDF-Programm, dass er mir nichts angezeigt hat. Ich weiß auch nicht, woran der Fehler da liegt. Also da steht eigentlich dann was drinne. Plus mit meinem, ich habe Shampoo, habe ich, oder wie das heißt, und also werde ich nicht nochmal nehmen. Das ist nicht schön. Und hier das auch noch öffnen. So. Da. Gucken wir hier bei Windows drin, das Thema, ob wir da vielleicht was angezeigt bekommen. Ich weiß auch, wie gesagt, nicht, woran das Problem liegt, dass mein PDF-Programm, ja, lädt halt, mal was anzeigt und mal nicht. Wir machen in der Zeit mal weiter. So. Und dann haben wir hier noch Persönliches, da kann man sich anmelden. Und bei dem letzten Mal, hier haben wir dann die Kamera, die wir gerade installiert haben. Also falls wir mehrere installiert haben, würden dann hier unten mehrere stehen. Könnte man dann halt hier hin und her wechseln zwischen den einzelnen Geräten. Die Grafik, seht ihr, die ist nicht berauschend. Ich kann hier zwischen 50 und 60 Hertz wechseln. Ich kann die auch spiegeln. Ja, es ist die neueste Software installiert. Ich kann auch hier die Helligkeit so ein bisschen kann man sich anpassen, aber man kann bei dem Bild nicht mehr so viel rausholen. Leider. Also das ist wirklich nicht schön. Und dann für 50 Euro
Kann ich auf keinen Fall empfehlen. Mal zu hier. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich nehme jetzt extra hier mit Camtasia nehme ich auf, hier mit meinem Schnittprogramm. Kann ich auch den Monitor filmen. Ich will es mal versuchen mit OBS. Wieso trotzdem? Ich habe es doch gar nicht. Naja, okay. So. Ich nehme jetzt einfach mal Hangout. Ja. Da ist das Bild natürlich jetzt schwarz, weil ich die große Cam halt nicht anhabe. Es geht ja nur darum, dass wir jetzt versuchen, die Cam jetzt hinzuzufügen und vielleicht was rauszuholen. Das ist ja die C965. Wir machen nämlich ein neues Gerät. Komm, geh auch, Masi. So. Wir haben hier die, das ist der Camlink, das ist die Brio, die Avamedia, das ist die Capture-Karte, die C922, ach hier ist ja die Emmet. Weil hier in OBS können wir definitiv was einstellen. So, und dann machen wir dann nämlich hier Benutzer definiert und sagen die Auflösung an. Dann nehmen wir 1080p mal zum Testen. Höchstmögliche FPS. Und wir sehen, was wir nicht sehen. Eben war nämlich ein Bild da. Ja, jetzt ist ein Bild da. Dauert halt ein bisschen. Videoformat lassen wir mal beliebig. Farbraum lassen wir auch Standard. So. Ja, ein bisschen kann man rausholen. Ich mach mal groß. Oh. Okay. Das ist jetzt wie gesagt 1080p. Ein bisschen, finde ich, zieht es hinterher. Es ist nicht hell. Ich würde mal gucken, dass wenn ich jetzt hier Licht von oben noch anmache, vielleicht ein bisschen heller mache. So 50. So. Dann geht es schon ein bisschen, aber. Für den Preis kriegt man auch eine andere Webcam, die mehr kann. Also da fand ich die C970 oder was ich vorher hatte, auch schon mal getestet habe, wesentlich besser. Also die hat auch nicht so ein tolles Bild gemacht, aber besser als das. Höchstmögliche FPS. Okay. Jetzt haben wir kurzzeitig ein Standbild. Muss mal gucken, welche waren das? Achso, habe ich das? Aha. Wir hatten nämlich die C970L hatten wir, die mit dem Ringlicht, wo ich mein PC noch nicht neu gemacht hatte und kein Programm von mir das nehmen wollte. Mir mal alles abgekackt ist. Scheint jetzt behoben worden zu sein, aber ihr seht selbst jetzt, ich habe auf 720p gestellt. Es zieht jetzt nicht mehr so nach, also 27p ist besser dafür. Und wenn wir das jetzt überlegen, das im Kleinfenster zu haben. Ach, jetzt ist eigentlich nicht doppelt offen. So. Und dann öffnen wir mal die Software. So. Wir haben hier auch leider kein Zoom. Wir haben nur 50 Hertz, 100 Hertz, Kontrastschärfe, Weißabgleich. Wir können hier so mit Schwarz und Karikatur können wir machen, horizontal und vertikal spiegeln. Also es ist nicht wirklich was mit bei. Man müsste dann halt praktisch
mit Filtern oder so hier etwas reinzoomen, weil, oder zuschneiden, weil das ist ja, wird ja zu viel gezeigt, dass man es halt ein bisschen kleiner macht und dadurch ein bisschen zoomt, so, dass man dann praktisch das so lässt und dann halt praktisch hier abschneidet, oben vielleicht auch noch mal ein bisschen runterzieht. Das ist halt schade. Also da hätte ich mir gewünscht, dass man wenigstens im Zoom hat, wenigstens ein bisschen Zoom oder so, dass man es dann, also zwei Stufen oder eine Stufe, dass man halt mal ein bisschen links, ein bisschen rechts variieren kann oder so. Ich kann euch, weil die Brio kann ich jetzt nicht anmachen, ich kann euch mal die, wartet mal, die Katzen haben mir nämlich meine Cam gerade eben drunter geschmissen. Wenn es klappt, ist mir nämlich hier aus meinem Stativ rausgegangen. Können wir ja mal versuchen, dass wir die, oder wartet mal, ich hänge die einfach mal hier oben am Bildschirm mit dran. Dann ist praktisch die, ach Gott. Die kann ich jetzt natürlich nicht drehen. So. Wenn ich jetzt die 1020 noch anmache. Oder 22. Die ist auch auf 720p, 30 FPS. Aber sie taucht gerade nirgendwo auf. Also die, eigentlich geht sie, gestern ging sie hoch. Woran hier das Problem liegt, gerade dass sie nicht geht, vielleicht weil beide Cams jetzt dran sind, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist oder so. Kann möglich sein. Ich habe jetzt, ah, jetzt ist er da. So, jetzt ist er da. Jetzt können wir, kann ich euch die mal so nebeneinander packen. So. Ich kann ja mal so machen. Und die. Dann. Die. Dann auch noch ein bisschen größer. So. Ihr habt da so in etwa gleich. Gut, die hängt jetzt ein bisschen tiefer. So. So. Sind beide auf 720p eingestellt. Sind fast im gleichen Winkel jetzt. Bloß, dass die jetzt so zeigt, die zeigt ein bisschen mehr so. Die ist ein bisschen heller, weil hier ist ja auch das Licht, die ist ein bisschen weiter vom Licht weg. Ja, so, wenn man sie so vergleicht, in der Größe geht es eigentlich. Dann würde ich so ja teilweise sagen, wenn ich hier bei der 10965 gucke von Emmet durch die Schwarzwerte und durch die Schatten und so. Sieht es vielleicht so ein bisschen besser aus. Die macht natürlich mehr Lichtausbeute, ist dann abends im Stream natürlich besser, wenn ich jetzt mal mein Licht ausmache. So. Die hat auch einen integrierten Lichtverstärker, die von Logitech, die, wie ihr seht, natürlich nicht. Und wenn es etwas dunkel ist, ist es halt dunkel. Aber wenn hier noch Licht da ist, wenn man das Bild nicht, also das Cam-Bild nicht zu groß macht, ja, also zu groß sieht, dann oh.
Sieht das ganz gut aus, aber meistens will man es ja dann sowieso zum Zocken nehmen und dann macht man sich das so in der Ecke. Mal einen Vergleich, ja. Das ist jetzt so eine Ecke halt. Und da geht das, würde ich sagen. Ein bisschen zugeschnitten, einen Rahmen noch drum gebaut. Und dann könnte man die zum Stream nehmen. Man braucht aber halt, wie ihr seht, bei der mehr Licht. Ja, ich habe jetzt hier schon nur 50%. Die ist hier schön, die von Logitech ist schön hell. Die hat dann hier schon ein bisschen enger. Aber es läuft, so wie es jetzt aussieht. Ich kann es ja auch schon mal anders hier sehen, dass es nicht läuft. Das ist mir bei der anderen ist mir mein Cam-Programm, mein OBS und mein Streamers OBS ständig abgekackt. Ja, PC habe ich jetzt neu gemacht. Aber trotzdem, für 50 Euro. Da müsste man gucken, wo die Logitech-Cams und so jetzt momentan sitzen. Vom Preis her. Und die anderen Camps, die da so auf dem Markt gibt. Aber ich bin der Meinung, für 50 Euro, da gibt es bessere, neuere auf dem Markt. Also da würde ich dann lieber zu einer anderen greifen. Wenn die für 20, 30 Euro wäre, also die Emmet, dann auf jeden Fall, dann würde ich sagen, klare Empfehlung. Für 20, 30 Euro kann man da nichts verkehrt machen. Aber für 50 oder 59, was sie kostet, nee. Also da gibt es andere. So. Das soll es jetzt soweit auch dazu gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Kommt natürlich nicht an die an eine Digitalkamera ran. Ja, das kann ich hier auch mal kurz dazu machen. Das ist jetzt die Digitalkamera. Ja. Da kommt sie natürlich nicht ran. Also beide nicht, ist ganz klar. Aber naja. So, das soll es jetzt dazu gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch, wie gesagt, ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde auch mal gucken, ob ich die andere Software, die ich damals hatte, ob die damit auch irgendwie kompatibel ist, weil da konnte ich die Größe auch einstellen, 720p, 1080p. Oder ob es an der Kamera liegt. Ich werde mal die andere nochmal rausholen und dann nochmal anschließen und gucken, was man da machen kann. Also ist es eine HD, also eine 1080p HD Webcam. Ich empfehle euch aber auf 720p zu lassen, weil dann sieht es halt definitiv besser aus, weil dann habt ihr nicht. Ich mach mal die aus hier. Dann habt ihr nicht. Dann habt ihr nicht Artefakte und die Pixel sind dann halt ein bisschen kleiner und so, sieht dann halt deutlich besser aus als mit 1080p. So, die. Steht noch gar nicht drauf, ob sie 60 FPS bei 1080p haben soll. Sie steht nur 60, nur 1080p. Aber naja, geht ja nicht höher, haben wir ja gesehen beim Einstellen. In der Software selber könnt ihr da nichts einstellen. 1080p, 720p, da könnt ihr halt nur so ein bisschen was machen. Aber naja, gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut da rein, ahoi, sagt euer Odin.